Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Makedonien. Und ich bekomme jetzt gerade einen Schlag auf den anderen auf die Fresse. Also vorletzte Runde zwei große Verluste, also zwei große Niederlagen von Pellas Verteidiger. Die habe ich verloren, die Fullstack-Armee, und dann habe ich noch die Darius Untergang verloren. Das war auch nicht so geil. Ja, und jetzt tauschen wir die beiden mal. Bitte alle explodieren. So. Aber ich glaube trotzdem, dass ich das schaffen könnte. Das könnte ich durchaus irgendwie ein bisschen schaffen. So. Und zwar mit der super Schussvorrichtung. Nee. So. Der war zu kurz. Der war zu weit. Oh, hat sogar noch getroffen. Der war perfekt. Der war ganz gut. Ich gehe mal hier hin. Ich gehe mal dahin. Jetzt ab. Ich gehe mal dahin. Na. Der kann echt nicht treffen. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Warte. Du schießt darauf und du. Ja, die schießen auch ziemlich schnell, ne? Der General. Da. Ah, ich kann nichts mehr sehen. Zu Befehl. Schnell vorrücken! Die Männer wanken. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Ja, das sind ein paar. Ein paar Brandpfeile. Nicht der Rede wert.
angegriffen. Geschosse warten auf Ziele. Schnelles Marschieren. So. Genau, dann kommen die runter. Können die denn noch schießen? Ja. Dann mach doch. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Da geht's ganz gut. Da geht's ganz gut. Jetzt kommen die Fernkämpfer. Das könnte ich sogar vorspulen. Weil die da haben im Nahkampf natürlich keine Chance. Wir haben einen Turm eingenommen. Hä? Wir haben einen Turm eingenommen. Wie kommt der denn jetzt nach da? Wie? Das geht doch nicht. Hä? Wie soll das denn gehen? Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Hä? Lassen sich jetzt einfach abschießen, oder? Jo. Cool. Mal schauen, wie die Stadt aussieht. Ich habe noch zwei Kavalleristen. Hat niemand gesehen. Schon echt cool aus. Also hier könnte man auf jeden Fall richtig coole Gefechte spielen. Also zum Beispiel hier halt die eine Seite ihnen überlassen und dann über den Fluss verteidigen. Oder hier gibt es nur zwei Eingänge. Also hier oben ist es eigentlich viel, viel geiler. Ja, wobei, dann nimmt er das da ein. Also das Tor. Und dann schießt das Tor natürlich auch zu mir. Aber schon cool. Kann der jetzt mal sterben? Ja, okay, es sind halt Katafakte, ne? Mal schauen, wie viel die Türme vernichtet haben. Ich habe 570 gekillt und der hat 1100 verloren. Naja. Tja. Die Türme halt, ne? Vor allem, ja, der hatte keine Chance. Also der hatte keine Einheiten zum Belagern.
Naja. Naja. Oh Mann, mein Bein ist eingeschlafen. Kribbel, kribbel, kribbel. Uiuiui. So. Wieso zeigt er das mir immer? Also, der ist so unwichtig. Ja, ich jage und die Dame ist wieder weg. Ach Gott. Ja, dann nehme ich halt das wieder ein, ne? Ist so idiotisch. Warte, hat der einen feindlichen... General jetzt? Ich glaube nicht. Wer ist denn abgesprungen? Die Blauen. Oder warte mal. War klar, dass er den die wegschmeißt. So. Zurück. So, Nahrung habe ich genug. Alter, hier tummeln sich halt schon wieder die blöden Agenten. Was ist das für eine? Die kann doch nichts. Jetzt weiß ich halt gerade nicht, wie es da aussieht bei ihm. Noch eine Runde. Ich glaube, ich gehe mal da zurück. Nee, das mache ich jetzt nicht. Du gehst zu ihm, Militärverwaltung, und minus 4% auf Rekrutieren, Attribute. Das passt. Ja, das passt auch. Sehr schön. Gut, ja, sage ich doch, der nimmt es jetzt ein, dieser Spartakus. So, du bekommst was, das ist schön. Kulturelle Konvertierung und Forschungsrate. Schön. Höchst schön. Ja, du bekommst auch was. Was ist denn jetzt los? So, du produzierst.
du hältst aus. Du wartest noch eine Runde. Du scoutest mal da. Da, was machst du? Achso. Ja, dich habe ich ja schon. Jo. Ressource erhalten, Blei. Das habe ich ja noch nie gehabt. So. Der kann schon heiraten. Wie alt ist der denn? 22, ja, okay. 10 auf Kinder. Ui. Warte, dann bekommst du auch noch ein Ehemann. Oh, Schnucki. Kulturell und... Ah, oh, das ist ein guter. Du guter. Genau, das war es. Auch schon. Gut, weiter. Dieser sinnlose Krieg könnte heute schon enden. Mhm. Nachdem du mir meine heißgeliebte Armee platt gemacht hast. Mhm. Der zeigt mir natürlich nicht, was gemacht wird. Weißt du, er kann das auch nicht einnehmen. Weißt du warum? Der hat wieder nur 4 Einheiten zum einnehmen und die restlichen müssen zuschauen. Ja, muss ich natürlich spielen, weil keine Ahnung, wie er verlieren will. Man muss richtig dämlich sein, wenn man zu verlieren. Und jetzt verliere ich. Ich wette es. Okay, da sind die Leitern. Das heißt, er wird von da wiederkommen. Das heißt, ich mache... Hier den dicken, hier den dicken und hier wieder so und ja, ich weiß nicht, was der da machen will. Also das Einzige, was er machen kann, ist hier hinzugehen. Nee. Das macht alles sowas von überhaupt keinen Sinn. Okay, hey. Warum nicht? Es nähert sich feindliche Unterstützung. Hä? Wieso stellt er dich hier auf? Naja, jetzt hat er mich auf jeden Fall überrascht. Jetzt lässt er sich da
totschießen. Okay. Ja. Da kann ich, ja. Als wenn er hier durchkommt, ja, kommt er nicht durch. Der feindliche General ist tot. Ach, die kann da rüberschieben. Ach, krass. Ja, aber die kann auch schießen. Ja, nice. Die machen aber nicht weiter. Ja, und sonst so? Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ja, ich werde das vorskippen. So, ja. Ich habe 50 getötet und, ja. 1000 hat er verloren. Gut, also Gefechtsdauer 30 Minuten. Aber für mich war es nicht so lange, weil ich es die ganze Zeit vorgespult habe. Habt ihr ja gesehen. Ja, spannend. Juhu. Ach, nein. Das wird wieder genau dasselbe. Gut, aber das machen wir erst nächste Runde. Und ich glaube, das werde ich auch skippen, weil, ja, er kann das nicht einnehmen. Gut. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye.